Sie wird sich die Wohnung angucken. Ich habe sogar eine Wand rosa gestrichen. Echt? Ja. Ich freue mich so für euch. Oh, ich hoffe, ihr vertragt euch wieder. Ja, das hoffe ich auch. Hau ab! In jeder Ehe gibt es doch Streit, aber... Ich versuche, die Ruhe zu kriegen. Jetzt nimmst du deine verdammten Griffel von meiner Frau her. Was ist mit dem Kopf? Du holst das Geld! Wo ist mein Geld? Du glaubst gar nicht, wie oft ich mir diesen Moment schon vorgestellt habe. Der Moment, wo dir klar wird, dass du verloren hast. Ich will mein Geld zurück. Dein Geld? Das du mir gestohlen hast. Das du mir und meiner Familie gestohlen hast. Schwachsinn. Du hast keine Beweise. Du erinnerst dich vermutlich? Tanja und ich werden uns auf die Suche nach dem verschwundenen Geld gemacht. Unsere letzte Spur führt uns in die Schweiz. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Auf die Gründlichkeit der Schweiz ist doch immer noch Verlass. Die war nämlich so freundlich, nachdem du dein Konto bei ihnen geräumt hattest, ihren Liechtensteiner Kollegen einen kleinen Transferabgleich über deine Buchungen zuzuschicken. Und genau den haben sie mir heute ausgehändigt, zusammen mit dem Geld. Du siehst, ich habe nicht nur das Vermögen gerettet, ich kann auch noch lückenlos belegen, dass und wie du es an dich gebracht hast. Du blöst. Von den Cayman Islands in die Schweiz. Von der Schweiz muss ich wirklich Details schildern. Sieh es ein, Ansgar. Du hast verloren. Ach du. Der kommt gleich wieder. Und bist du jetzt zufrieden? Ich? Ja, du wolltest doch unbedingt Emilio eifersüchtig machen. Nein! Konnte ich anders, dass er gleich auf Juri losgeht? Und dass du ihm gleich eine verpasst? Das war ein Reflex. Er ist auf mich losgegangen. Na bitte. Was? Kim? Geht's dir wieder besser? Gut, glaube ich. Und du lässt die Hände von meiner Frau, sonst hau ich dir gleich wieder eins in die Fresse. Hey, dieses Spielchen zwischen euch, das ist nicht mein Ding. Klärt das zwischen euch. Da gibt's überhaupt nichts zu klären. Das ist meine Frau und du lässt die Hände von ihr. Schön, dass dir das wieder einfällt, nachdem du mich betrogen hast. Ach so, und jetzt willst du dich an mir rächen, ja? Ja, wenn ich das will. Was ist dann? Ich weiß ja nicht, wie du mich dran hindern willst, nachdem dich Juri einfach mal so weggepustet hat. Ja toll, dann geh doch zu deinem Juri. Halt doch. Ja, mach ich jetzt auch. Vielleicht eine Schlacht gewonnen. Aber noch lange nicht den Krieg. Du bist erledigt. Das weißt du. Was ist hier los? Du hast dich immer so sicher gefühlt. Hast nicht eine Sekunde geglaubt, dass ich dir doch noch auf die Schliche komme. Tja. Das hast du jetzt von deiner grenzenlosen Arroganz und Selbst. Halt die Fresse! Ich kann das gut verstehen, dass du das nicht gerne hörst. Weil du weißt, dass ich recht habe. Du hast verloren. Bist du noch selbst schuld dran? So, und jetzt vergib dir dein Selbst. Ansgar, hör auf! Was? Au! Tanja. Haben wir uns wieder im Griff? Ich hab dir nämlich noch was zu sagen. Ansgar, jetzt lass es sein! Er hat dich vielleicht ausgetrickst und das Lahnsteinvermögen wieder an sich gebracht, aber Ludwig hat dich zu seinem Nachfolger gemacht. Und du, Sebastian, komm mal von deinem Größenwahn runter. Ansgar hat hier nach wie vor das Sagen in der Firma. Tanja, willst du es nicht verstehen? Ich... Ach, magst du ihr das erklären oder darf ich das übernehmen?
Wer sagt denn, dass du die ganze Hochzeit zahlen sollst? Ich sage das. Und darüber wird auch nicht diskutiert. Och, Helmke, du bist doch sonst nicht so altmodisch. Also, wenn es um die Ehe geht, schon. Spaß beiseite. Also, ich würde mich ja auch freuen, wenn wir die Freunde und die Familie dabei hätten. Aber wenn wir wirklich in die Karibik wollen, sprengt das den finanziellen Rahmen. Hör mal, und wenn jeder für seine Leute zahlt? Also ich für Bella, Olli, Christian und Elisabeth und du für deinen Trauzeugen und deine Mutter. Abgelehnt. Na, dann eben ohne deine Mutter. Netter Versuch. Also wenn ich mich entscheiden muss, dann sind mir meine Familie und meine Freunde wichtiger als die Karibik. Gut. Heiraten wir in Düsseldorf. Geklingelt. Hey. Olli! Ich habe noch mal nachgedacht. Ihr sollt natürlich heiraten, wo ihr wollt. Und selbstverständlich rede ich mit Bella. Planänderung. Hey. Wir heiraten in Düsseldorf mit allem Drum und Dran und all meinen Lieben. Jetzt echt? Ja? Ja, habt ihr schon einen Termin? Nein, das haben wir noch nicht, aber. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Hm? Naja, wenn ihr noch im Sommer heiraten wollt, also habt ihr schon eine Location? Na, also des Schneiders auf keinen Fall. Ich will nicht in meinem eigenen Laden heiraten. Hm. Naja, dann müssen wir uns jetzt schon dahinter klemmen. Wir werden schon was Passendes finden. Mensch, ich habe eine Idee. Jetzt, wo meine Kollegen kommen, da könnten wir auch im Polizeipräsidium, im Vereinsheim feiern. Da passen mehrere hundert Leute rein. Und die haben auch eine Bühne für Blasmusikorchester und so richtig. Und eine 1A-Zapfanlage. Oh, das ist eine Option. Aber bevor du da Fakten schaffst, reden wir noch mal drüber, ja? Hallo, Charlie, es war ein Witz. Hast du mir ja wohl nicht zugetraut. Naja, wie wär's denn, wenn ich einfach den Wedding-Planner für euch mache? Dann müsst ihr euch um gar nichts kümmern. Ah, du bist engagiert. Ja. Dann bekommst du auch die weltbeste Traumhochzeit aller Zeiten, versprochen. Na, toll. Du, Henke, aber jetzt müssen wir wirklich los. Ich glaube, du musst mich mit Blaulicht hinfahren, sonst schaffe ich den Zug gar nicht mehr. Ich hol's auch, Tom. Prima. Bin gleich da. Tschö. Olli, hilfst du ihm bitte, einen Anzug auszusuchen? Sonst habe ich keine ruhige Minute. Ich sage nur Sitzsack. Ja, ich werde das Schlimmste verhindern. Okay, jetzt muss ich aber wirklich los. Du schaffst das schon, ne? Ja. Olli, machst du dann das Licht aus und den Anzug? Tschüss. Gute Reise. Na, wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich realisiert, dass man doch aufs falsche Pferd gesetzt hat? Bislang behauptest du nur, dass du irgendwelche Beweise hast. Und selbst wenn. Was geht mich das an? Mach deinen Scheiß doch alleine. Das hatte ich doch gerade vor. Ich hab die Beweise. Wenn du mir nicht glaubst, ruf doch in Liechtenstein an. Irgendeine dubiose Überweisungsliste zu haben, ist die eine Sache. Bis du mir vor Gericht böswilliges Verschulden nachweisen kannst, vergehen Jahre. Und das weißt du als schmieriger Anwalt ganz genau. Ja, das mag schon sein. Aber weißt du, genau diese Jahre wirst du in Untersuchungshaft verbringen. Die Verdunklungs- und Fluchtgefahr ist in deinem Fall doch immens. Ja, ja, auch das weiß ich als schmieriger Anwalt ziemlich genau. Aber du hast schon ganz recht. Der Weg durch die Instanzen könnte lang werden. Und da sich mein Interesse an einer öffentlichen Schlammschlacht, ehrlich gesagt, in Grenzen hält, habe ich dir einen Vorschlag zu machen. Zur Güte. Du überträgst mir offiziell die Leitung des Konzerns. Und verschwindest selbst auf Nimmerwiedersehen. Dafür verzichte ich auf eine Anzeige. Überleg's dir. Hast Zeit bis morgen. Der Typ schlägt dich K.O. und Kim hat nichts Besseres zu tun, als ihm nachzulaufen. Ja, das ist eine Niederlage auf ganzer Linie auf jeden Fall. Aber so schnell gibst du nicht auf, oder? Nein, nein. Komm jetzt ja auf dich selbst, du Mitleid. Ich habe keinen Bock, noch länger Kims Job mitzumachen. Also kämpf um sie! Ja, aber wohin das führt, das haben wir ja gerade gesehen. Ich kann doch nicht an, dass du das nicht aushältst. Ich halte einiges aus, aber das Kim mich verlässt halt nicht. Nee, so weit ist es doch noch gar nicht. Momentan will sie einfach nur ein bisschen Spaß haben. Kannst du mal die Klappe halten? Ich meine, was soll das?
Hey, sorry, dass ich versuche, dir zu helfen. Ja, danke, du hast mir schon genug geholfen. Hättest du nicht angerufen, wäre das hier alles überhaupt nicht passiert. Ach, wäre es dir lieber gewesen, weil das keine Ahnung, was Ken mit unserem neuen Designer treibt? Hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, dass die beiden sich einfach nur getroffen haben, um sich nett zu unterhalten? Glaub mir, Juri ist nicht der Typ, der viel redet. Ey, du sollst die Klappe halten, habe ich gesagt. Kim, ich wollte auf den Sprung ins No Limits. Hast du Lust auf ein Feierabendbier mit mir? Was ist denn los? So schlimm ist es da ja auch nicht. Hm? Oh, Papa. Emilio? Erst entschuldigt er sich bei mir und sagt mir 100 Mal, wie sehr er mich liebt. Und dann schickt er mir Fotos aus der neuen Wohnung und sagt, dass er das alles nur für mich macht. Also, ich will ihn ja nicht in Schutz nehmen, aber da hat er sich wirklich ins Zeug gelegt. Ich weiß. Und ich war ja auch schon kurz davor, ihm zu verzeihen. Und was macht er? Was? Er macht wieder mit Martha rum. Bitte? Ja, ich hab's gesehen mit meinen eigenen Augen. Er hat sie umarmt. Wann und wo? Hier, für versammelte Mannschaft. Hier? Also, das ist ja nicht gerade das, was man eine geheime Affäre nennen könnte, oder? Manchmal sind die Dinge auch anders, als sie aussehen. Und dann behauptet er noch, ich hätte ihn betrogen. Wie kommt er denn darauf? Ja, keine Ahnung. Ich war mit diesem neuen Chefdesigner an der Bar und das war alles total unschuldig. Vielleicht genauso unschuldig wie die Umarmung zwischen Martha und Emilio? Jetzt nimmst du ihn noch in Schutz, oder was? Ey, das kann überhaupt nicht unschuldig gewesen sein. Ich meine, immerhin war er mit Martha in der Kiste. Alles gut, alles gut. Dafür verdient er auch eins an die Löffel. Das hat er ja schon. Wie? Kim, ihr müsst diese Sache aus der Welt schaffen, so wird das nichts. Also, jetzt schläfst du erstmal eine Nacht drüber. Ich bring dich nach Hause. Hm? Dein Feierabendbier? Das schmeckt eh nicht so gut im No Limits. Komm. Ha, hab ich doch richtig gehört, du bist zurück. Hey, hey Olli, was gibt's? Die Hochzeit. Ich hab da schon mal eine To-Do-Liste gemacht. Ah, ich wollte eigentlich schon. Ja, guck mal, das kannst du doch auch bei uns. Komm mal mit. Weil, wenn ich direkt weiß, was du willst, muss ich dich nicht jedes Mal fragen. Setz dich. So. Ich habe hier gleich mal eine Liste gemacht, was ich alles von dir wissen muss. Also, ganz, ganz wichtig, kirchlich oder standesamtlich. Und falls kirchlich, bist du auch katholisch? Ausgetreten. Okay, dann wird das schwierig werden. Gut, dann fangen wir erstmal mit den Sachen an, die leichter sind. Also, Wagen, Kutsche oder Fallschirm. Dann die Trauzeugen. Wichtig, wollt ihr Blumenkinder haben? Und ganz, ganz dringend bräuchte ich von dir eine Einladungsliste. Halt, stopp. Dann müsst Olli, also das mit der Kirche können wir knicken, glaube ich. Oh, ja, aber hier, das ist aber schon romantisch. So. Guck mal hier, Christian und ich, wir haben ja damals auch kirchlich geheiratet. Wenn du hier mal hinschaust, da sieht man ganz genau, dass Charlie Tränen in den Augen hat. Ich bin mir also sicher, dass sie das auch für sich möchte. Naja, wenn es Charlie glücklich machen würde, dann... Gut. Aber weißt du, das mit dieser, mit der Kutsche und dem ganzen anderen Gedöns, entscheide einfach du, Olli. Ich habe da gar keine Meinung zu. Aber zu der Gästeliste, da hast du schon eine Meinung, oder? Hey. Naja, ihr kommt. Bella, du, Christian, Elisabeth und von mir meine Mutter und ein, zwei Kollegen. Wir reden jetzt aber schon noch von Düsseldorf und nicht mehr der Karibik. Frank, alleine Charlie kennt 1000 Leute, die tödlich beleidigt werden, wenn sie nicht eingeladen werden. Worum geht's denn hier eigentlich? Wir planen gerade die Hochzeit von Charlie und Frank. Ich bin der Wedding-Planner. Dann wird das die erste lange Nacht von vielen. Nein, 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 so lange dauert das hier nicht. Ich bin ziemlich schnell wieder. Vorsichtig mit dem spitzen Messer, ne? Hallo, ihr Kleinen. Hattest du einen schönen Tag mit Oma Elisabeth? Ja, wir hatten viel Spaß. Nur Emma wollte nicht schlafen, bevor nicht unbedingt der Papa wieder da ist. Stimmt's, Emma? Was muss ich da hören? Es ist doch längst Zeit fürs Bett für dich.
Sie wollte noch Apfel. Komm. Okay. Ein Apfel noch, ja? Okay. Dann ist Feierabend hier. Und? War dein Tag erfolgreich? Und wie? Danke. Bitte. Elisabeth, ich kann dir gerade nicht mehr sagen, okay? Aber vielleicht solltest du mich doch einweihen. Ich hab dir doch am Telefon schon gesagt, dass Tanja und Ansgar genau wissen wollten, was du machst. Und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du sofort Bescheid gesagt hast. Das war sehr wichtig. Weißt du, es geht mir ja nur darum, dass ich nicht versehentlich etwas Falsches sage. Ansgar und Tanja, die hocken den ganzen Tag zusammen und die sehen nicht glücklich aus dabei. Oh, das kann ich mir denken. Geht's vielleicht um die Firmengelder, die Ansgar angeblich unterschlagen hat? Was heißt denn hier angeblich? Er hat diese Gelder unterschlagen. Und Tanja, ja, sie hat sich entschieden, auf seiner Seite zu kämpfen. Okay, pass auf. Ich kann dir so viel verraten. Ich bin ganz kurz davor, Ansgar endlich das Handwerk zu legen. Weiß er das? Das weiß nicht nur er, das weiß auch Tanja. Und sollten die beiden auch nur ansatzweise vermuten, dass ich dich eingeweiht habe, dann könnten sie versuchen, dich unter Druck zu setzen. Oh komm, das halte ich schon aus. Bitte hab noch ein bisschen Geduld. Ich will dich nur schützen, okay? Komm. Jetzt ist mal Zeit. Sehr gute Nacht, Oma. Gute Nacht. Morgen habe ich gute Nachrichten. Und du bist die Erste, die sie erfährt. Es muss doch irgendwas geben, was wir gegen deinen Ex unternehmen können. Ich rede noch mal mit ihm. Vielleicht kann ich ihn von einer Anzeige abhalten. Die Landsteins können keinen Skandal mehr gebrauchen. Es ist ihm doch scheißegal, ob sich die Presse auf mich stürzt. Aber ein Anwalt, der sich als jemand anderes ausgibt und ein fremdes Konto abräumt, ist ganz schnell seine Zulassung los. Tanja, kannst du ihm irgendwas davon beweisen? Nein, dann hör auf, rumzuspinnen. Und hör du auf, mich anzuschreien. Das ist nicht besonders konstruktiv. Kapierst du nicht? Du bist die Letzte, auf die er jetzt hören würde. Du hast ihn gerade abserviert, diesen Loser. Dieser Loser hat dich gerade ausgetrickst. Und wenn dein Kopf rollt, mein Lieber, dann rollt meiner mit. Es sei denn, du überschreibst mir meine Anteile zurück. Darauf kannst du lange warten. Ansgar, wir müssen zusammenhalten. Mit meinen 50% hätten wir überhaupt etwas. Gegen mich hat Sebastian nämlich nichts in der Hand. Ja, ganz genau. Und aus diesem Grund würdest du mich sofort abservieren, noch bevor die Tinte unter dem Vertrag trocken ist. Wir können ja einen Deal machen. Vergiss es, Tanja, und jetzt lass mich endlich in Ruhe. Gut, dann guck doch zu, wie du ohne mich klarkommst. Sie war verletzt und ich habe sie gerade dazu gedrängt, mit dem Typen abzuziehen. Wie jetzt? Kim macht rhythmische Sportgymnastik mit unserem neuen Star-Designer und du gibst dir selbst die Schuld dafür? Ja, ich meine, vielleicht kann sie mir dann eher verzeihen. Weil sie jetzt so entspannt ist nach dem Sex mit Juri. Nein, weil wir dann quitt sind, verdammt. Ihr seid doch nicht quitt. Klar, wieso nicht? Du hast mit Kims fetter Cousine geschlafen. Und sie schnappt sich den heißesten Typen der Stadt. Ach, was sag ich? Der heißeste Typ der Welt. Ja, ich fühle mich gleich besser. Vielen Dank, Jessica. Hm? Sorry. Aber ist doch klar, dass ihr nicht quitt seid. Rein rechnerisch steht's vielleicht 1:1. Aber in Wirklichkeit, da ist es 2:1 für Kim oder noch mehr. Aber was soll ich deiner Meinung nach tun? Hm? Ja, wenn du wirklich willst, dass ihr quitt seid, dann musst du einen Ausgleich schaffen. Also ich soll sie noch mal betrügen. Sag mal, bist du bekloppt? Ja. Aber es muss natürlich jemand sein, der richtig was hermacht. So ein weiblicher Juri. Jung, heiß, Model. Also außer mir wird mir da jetzt niemand einfallen. Sag mal, das ist deine Idee, ja? Ich soll mit dir schlafen? Jetzt sag doch auch mal was. Ich meine, Charlie will doch bestimmt so eine richtig fette Hochzeit mit allem drum und dran. Naja, eine Kutsche mit Schimmeln davor, eine dreistöckige Torte und so 200 bis 300 Gäste sollte es schon sein. Also versteht mich nicht falsch, ich habe ja überhaupt nichts gegen Romantik, aber so eine Massenveranstaltung, das ist einfach der Mega-Stress für alle Beteiligten. Nein, das ist der Mega-Stress für den Wedding-Planner.
Aber für Charlie nehme ich das sehr gerne in Kauf. Okay, Olli, hör mal, den Rest können wir ja morgen besprechen, ne? Okay, dann machen wir das bei der Anprobe. Genau. Was für eine Anprobe? Ach so, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Wir haben morgen einen Termin bei Rebecca. Rebecca van Lahnstein, der Designerin von LCL? Ja, ich weiß, wer Rebecca van Lahnstein ist, aber wie kommst du auf die Idee, dass ich ausgerechnet da meinen Anzug kaufen will? Weil ich weiß, dass das Charlie glücklich machen würde. Wir tun natürlich nur so. Ja. Und dann? Hm? Wenn Kim sieht, dass du so eine Frau wie mich haben kannst, dann merkt sie wieder, was sie an dir hat und denkt, es ist doch besser, sich mit dir zu vertragen. Nein, das ist keine gute Idee. Hast du eine bessere? Gibt's eine schlechtere? Du hast keine Ahnung von Frauen, ne? Und ich glaube, genau das habe ich wirklich nicht. Also meinetwegen, aber das kriege ich auch alleine hin. Sag mir einfach, wann der Termin morgen ist. Das ist gar kein Problem, da komme ich doch gerne mit. Olli, hör zu. Du machst wirklich schon genug. Das musst du dir jetzt nicht auch noch antun. Ich bestehe aber darauf, das gehört zu meinen Aufgaben. Außerdem ist für dich doch viel schöner, wenn du die Entscheidung nicht alleine treffen musst. Ja, dann ziehen wir es eben zusammen durch. Gut. Olli, wir sehen uns morgen, ne? Machen wir. Und du denkst über Hochzeitstisch, Polterabend und Locations nach. Danke. Charlie hat mich gebeten, ihm mit dem Anzug zu helfen, um das Schlimmste zu verhindern. Sieht so aus, als könnte er dringend Hilfe gebrauchen. Ja, wahrscheinlich muss ich ihm erst mal erklären, dass er kein Karohemd tragen darf. Und keine weißen Tennissocken. Also um den Job beneide ich dich nicht. Na, ich mich auch nicht, aber was tut man nicht alles für seine Lieblingstante? Ja. Irgendwelche Hinweise, wo ich das Geld habe? Lässt du mich einfach los? Wert. Du versuchst es auch bei jedem, oder? Solange du dir einen Vorteil davon versprichst? Nein, nicht bei jedem. Das nennt man dann wohl Ironie des Schicksals. Ab morgen bin ich da, wo du mich immer sehen wolltest. An der Spitze. Ohne dich. Viel Spaß da oben. Was ist? Du willst also tatsächlich kneifen und Sebastian das Feld räumen? Glaubst du, ich warte hier, bis ich wegen Veruntreuung angezeigt werde und in Handschellen rauslaufe? Nein. Du sollst dir dein Geld zurückholen. Super Idee. Stell dir mal vor, im Gegensatz zu dir habe ich eine Idee. So, dann lass mal hören. Wir machen einen Deal. Wenn mein Plan aufgeht, dann will ich meine 50% an LCL zurück. Meinetwegen. Erzähl. Also gut. Pass auf. Olli hat sich angekündigt mit Charlies Verlobten. Hochzeitsanzug. Ach, wie schön.
Da entwirfst du sicher auch das Hochzeitskleid für Charlie? Wenn sie möchte. Bis jetzt hat sie noch nicht gefragt. Hm? Vielleicht wird das ja deine neue Spezialität. Kleider für ganz alte Bräute. Vielleicht. Aber wenn du mich ganz lieb fragst, dann mache ich dir ein ganz tolles Kostüm für deine Scheidung. Ich glaube, da finde ich was Besseres. Ich muss in die Firma. Ich denke, du kommst später? Das ist richtig. Ich muss noch auf Emmas Nanny warten. Es sei denn, du, Sebastian, machst einen Papa-Tag. Ich habe leider andere Termine. Ja, die hätte ich eigentlich auch. Zum Beispiel eine Besprechung mit Ansgar. Justus, haben Sie ihn geweckt? Wo ist er? Ich habe selbstverständlich wie immer geklopft, aber heute Morgen keine Antwort aus seiner Suite erhalten. Der wird doch wohl nicht auf mich gehört haben und ausnahmsweise mal tun, was gut für ihn ist. Sieht so aus, als wäre er wirklich weg. Er hat mir überhaupt nichts gesagt. Ach Gottchen, wie gemein. Sollte er tatsächlich endlich mal gemerkt haben, dass ich es ernst meine? Hier hat er auch alles eingepackt. Tja. Sieht ja wohl ganz so aus, als ob dein Gönner das Weite gesucht hätte, bevor er in den Knast muss, was? Für Kim und für Hannes. Gib her. Hallo, Süße, ich habe Mist gebaut. Großen Mist. Ich hoffe, es wird sich irgendwann die Gelegenheit ergeben, es dir zu erklären. Bis dahin bitte hass mich nicht und halt die Ohren steif. Und vor allem, lass dich nicht von der Ghetto-Kröte einseifen. Ich denke an dich, ich liebe dich, dein Vater. Typisch Ansgar. Versucht mal wieder, seine Kinder zu kaufen. Mit ungedeckten Schecks. Wehe, wenn du Hannes auch nur ein Wort sagst. Ich habe nicht vor, Kim oder Hannes zu traumatisieren. Hauptsache, Ansgar ist wirklich weg. Entschuldigen. Wegen gestern, ja? Ich hätte dich da nicht mit reinziehen dürfen. Na, ist schon okay. Aber klär das bitte, dass wir nichts miteinander haben. Ich will nicht noch so eine Szene, ja? Ja, klar. Ich klär das, versprochen. Hör mal zu, wenn wir dich schon zum Frühstück einladen, dann kannst du auch richtig reinhauen. Entschuldigung, ich habe einfach keinen Hunger. Also ich erwarte, dass Kim dir von jetzt auch gleich verzeiht. Ich gehe mal davon aus, dass Kim mindestens genauso schlecht geht wie mir. Hallo. Ich wollte mir eigentlich gerade nur einen Kaffee holen. Martha, vielleicht setzt du dich kurz zu uns. Wir reden gerade über Kim. Euch ist schon klar, dass ihr sie extrem verletzt habt, oder? Aber sie liebt dich. Wirklich. Ja, hallo? Das ist Jessie. Deine Frau ist sowas von schamlos. Was? Wie? Was? Die Turtel. Vor allen Leuten mit Juri rum und es fehlt nur noch, dass sie sich auf seinen Schoß setzt. Was? Ja, deine Frau setzt dir in aller Öffentlichkeit die Hörner auf. Aber keine Angst, ich kümmere mich darum. Ich verteidige deine Ehre. Meine Ehre? Mach dir keine Sorgen. Ich werde es so machen, dass sie nicht denkt, dass du mich abgeschleppt hast, sondern dass ich Mitleid mit dir hatte, dich trösten wollte. Ja. Und dass du richtig gut warst.
Ja Gott, aber das ist eine Lüge. Okay, wenn du das sagst. Aber glaubst du, es ist hilfreich, wenn sie denkt, dass du eher mittelmäßig warst? Nein, du sagst einfach gar nichts. Willst du sie jetzt zurück oder nicht? Na klar, will ich. Ja, also, dann lass mich nur machen. Kannst dich später bedanken. Nein, du machst gar nichts. Hast du gehört? Hm? Jessica? Oh Gott, ich muss los. Ich hoffe, der gute Ansgar hat irgendwo noch einen Notgroschen. Ich möchte mir doch ungern vorstellen, wie er sich als Straßenmusikant durchschlägt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja tatsächlich geschafft. Was soll das werden? Glaubst du allen Ernstes, du könntest jetzt noch mal die Seiten wechseln? Was willst du von mir hören, Sebastian, dass ich einen Fehler gemacht habe? Ich habe einen Fehler gemacht. Nicht nur, dass ich mit Ansgar geschlafen habe, sondern auch, dass ich dir nicht zugetraut habe, dass du stärker bist als er. Jetzt weiß ich's. Was willst du? Ich will, dass du Privates und Geschäftliches nicht miteinander vermischt. Hast du nicht gar keinen Stolz mehr? Unsere Beziehungsprobleme und die Scheidung, das ist eine Sache. Aber mit der Veruntreuung habe ich nichts zu tun. Ohne meine Hilfe wärst du niemals auf die Spur der Gelder gekommen. Tanja, wenn das jetzt der klägliche Versuch werden soll, deinen Kopf doch noch aus der Schlinge zu ziehen, ja? Das ist erbärmlich. Ich will nicht, dass du etwas Unüberlegtes tust, etwas, das LCL schaden könnte. Ich bin die Geschäftsführerin. Tanja, bitte hör einfach auf, geh doch packen. Was hast du vor? Es ist erst mal früh genug. Endlich sagen, was passiert ist. Ich meine, was ist los? Ich muss noch eine wichtige Sache erledigen. Dann melde ich mich bei dir. Gekauft, dass du dich abgesetzt hast. Sehr schön. Dann fühlt er sich jetzt richtig sicher. Er kann nicht allzu lange warten, um das Geld zu holen. Ja, er wird nur sicherstellen, dass ich mich nicht an seinen Fersen hefte. Ja, aber mit mir rechnet er nicht. Er wird mich direkt zu meinem Geld führen, vorausgesetzt. Entspann dich. Hier, ich habe ihm den Peilsender untergeschoben. Funktioniert einwandfrei, das sind die Koordinaten. Hat sich gerade die Lederjacke angezogen und das Schloss verlassen. Sehr schön. Dann geben wir ihm doch ein bisschen Vorsprung. Nein. Soll sich hier schließlich sicher sein. Dass ihm niemand folgt. Ansgar, ist das wirklich nötig? Ja. Nur damit das klar ist. Wenn du Sebastian auch nur ein Haar krümmst, dann bring ich dich um. Tanja, ich will ihn lediglich davon überzeugen, dass es besser ist, mir das Geld und die Beweise auszuhändigen. Niemandem wird ein Haar gekrümmt. Niemand geht bei dieser Nummer drauf, okay? Entspann dich. In 2 Stunden geht mein Dienst los. Bis dahin werden wir ja wohl fertig sein. Also 2 Stunden sind nicht wirklich viel Zeit, um Anzug auszusuchen. Ach, das werden wir wohl schaffen. Hallo. Hey. Also, wenn ihr gerade zur LCL geht, dann können wir auch gerne zusammengehen. Wie wollen Sie jetzt auch? Na, ich wollte Rebecca besuchen, aber wenn Sie so darauf bestehen, dann werfe ich gerne einen Blick auf Ihren Anzug. Nicht nötig. Ja, wieso denn eigentlich nicht? Das macht zu dritt doch bestimmt noch viel mehr Spaß. Ja, und ich helfe sehr gerne. Ja, es ist wahrscheinlich mein Glückstag heute. Ja, gut, dann können wir ja schon mal ein paar Sachen abklären. Also Muster, Material, 1-2-Reihe. 2-Reihe. Es gibt da Anzüge, die haben eine Reihe Knöpfe. Und es gibt Anzüge, die haben 2 Reihen. Das sind 2 Reihe. Ach so, ja. Knöpfe, gibt's sowas nicht mit Reißverschluss? Reißverschluss.
War ein Scherz. Ich weiß, was ein Zweireiher ist. Ja, dann. Bringen wir es hinter uns. Dennis. Hast du ernsthaft geglaubt, du kommst mit dieser Kasper-Nummer durch? Du weißt doch, wie es endet, wenn kleine Jungs anfangen, Gangster zu spielen. Sie kriegen auf die Schnauze. Woher habt ihr davon gewusst? GPS, Idiot. Deine große Liebe hat dich verwanzt. Hey, hey, hey! Alles? Scheiße. Du sagst das. Wie heißt es so schön? Ende hoch. Na hopp! Hast dich ein bisschen früh gefreut, mein Lieber. Die Oper ist erst vorbei, wenn die dicke Dame aufhört zu singen. Schlecht mit den kurzen Armen hier. Och nee, Olli. Sag mal, ist wirklich alles in Ordnung? Du wirkst irgendwie abgespannt. Ach, ich habe gerade ein bisschen Stress, aber sonst ist alles okay. Wirklich. Ach, Olli, habt ihr euch eigentlich schon im Vorfeld überlegt, in welche Richtung es gehen soll? Ich habe gefragt, aber Frank meint die ganze Zeit nur, er findet schon was. Mach dir mal keinen Stress. Ich bin schwierige Kunden gewöhnt. Ja, aber einen echten Bullen hast du bestimmt auch nicht so oft hier. Ja, das stimmt. Ja. Und? War was dabei? Eher nicht. Also, am elegantesten wäre natürlich ein Smoking. Oder ein einreihiger Frack, aber das wäre dann sehr traditionell. Also, ich habe ja an den Morning Coat gedacht. Die Hochzeit ist ja schließlich tagsüber. Cut oder Stresemann? Stresemann. Hellgrau oder Anthrazit? Hellgrau. Und die Weste dann auch in hellgrau, ganz traditionell oder vielleicht was Moderneres? Was würden Sie vorschlagen? Hellblau. Wunderbar, passend zur Krawatte. Und Melone? Auf jeden Fall Homberg. Perfekt. Gut, dann gehe ich jetzt mal ins Lager und guck nach Stoffen. Sehr gut, vielen Dank. Bis gleich. Ja was, ich hab doch gesagt, das dauert nicht lange. So, jetzt weg von der Karre. Moment, vorher gibst du mir noch diese Mappe da. Na los! Hopp! Okay, das dauert mir zu lange. Raus da! Raus, ich nehm's mir selbst. Komm, los! Schon klar, du bist der Typ mit der Knarre. Du wirst mich trotzdem nicht erschießen. Ich bin dein Cousin, wir sind Familie, ne? Darauf würde ich mich nicht verlassen. Ganz schön einsame Gegend hier, oder nicht? Als könntest du ihn gebrauchen. Ups, entschuldige. Aber ich bin sowas von müde. Quatsch mich nicht voll, wisch das weg. Natürlich. Obwohl,
Eigentlich ist es ja sogar deine Schuld, dass ich so übermüdet bin. Ich musste mir nämlich wegen deinem Mann die halbe Nacht um die Ohren schlagen. Bitte? Naja, als du mit Juri abgezischt bist, da hat Emilie wirklich Trost gebraucht. Und dann hat das eine das andere ergeben und... Ach, du kennst ihn ja. Wenn er einmal richtig loslegt, dann... Du lügst. Wenn du meinst. Was immer Jessica gesagt hat, glaub ihr nicht, bitte. Es ist nichts passiert. Jessica lügt. Ich habe dich nicht betrogen. Ich liebe dich doch. Ja, das habe ich ja schon gemerkt, als du mich mit Martha betrogen hast. Nein, das... Ich... Diesmal wirklich nicht. Bitte. Schon okay. Ich hatte auch meinen Spaß. Mit einem richtigen Mann. Let's go.